Hallöchen und herzlich willkommen zu einer alkoholfreien neuen Ausgabe von Let's Play FIFA. Quatsch, von Let's Play GTA 5 natürlich. FIFA 15, was laber ich hier für ein Mist? Nun ja, heute wieder im nüchternen Zustand. Zumindest ich. Denn bei Trevor schaut es hier gerade gar nicht gut aus. Und ja, heute Tag 1 nach meinem kleinen. Was? Haben wir eine Nachricht bekommen? Aber wir können ja jetzt nochmal versuchen, den nächsten uns zu holen. Den nächsten Typen. Und zwar müsste der irgendwo hier sein. Ich muss mal selber gucken. Ja, ungefähr so hier in dieser Pampa. Und da werden wir mal hingehen. Beziehungsweise wir machen mal hier wieder eine andere Perspektive. Und hier geht es aber ganz schön runter, ne? So, wo bin ich hier gespawnt, Leute? Wo bin ich hier gespawnt? Ja, gestern, wie gesagt, ein bisschen unter Alkoholeinfluss gespielt. Und Kritis will auch was. Ach, da schau mir doch mal. Upsala. Oi, oi, oi. Okay, also heute ist nur Trevor ein bisschen besoffen. Was mir aufgefallen ist, als ich das Video bearbeitet habe, hat eigentlich kaum so von der Spielweise einen Unterschied gesehen zwischen nüchternem Let's Play von mir. Wow. Und einem, ja, leicht angeheiterten Let's Play. Ich bin mindestens genauso oft gestorben. So, und jetzt schleichst dich. Das fahren wir nämlich weiter. Wow, 6 Kilometer. Gut, ich habe vielleicht ein bisschen, ja, gelallt und ein bisschen Mist gelabert, aber gut, mache ich nochmal aus, aber mache ich nochmal auch, aber naja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen schmunzeln. War eher ein bisschen, ja, nicht so ernst dieses Mal. Sondern keine Ahnung, ich hatte halt Bock drauf und hab's gemacht. Alles gut wieder. Ja, ist halt so, ich vertrage halt überhaupt keinen Alkohol. Gut, der Fahrer war richtig besoffen. Okay, jetzt müssen wir mal hier entlang fahren. Wie gesagt, ich hätte gedacht, wir machen heute mal nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. So kleine Nebenmissionen heute mal machen. Ein bisschen zum Ausnüchtern. Den restlichen Kader noch ein bisschen abstrampeln. Und was machen wir jetzt, indem wir unseren nächsten. Wo da ist Nebel? Sehr schön, das war doch Arnie, ne? Früher. Machen wir wieder so. Das sieht so richtig cool aus. Ich weiß nicht, wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr schon mal beziehungsweise habt ihr GTA schon durchgespielt? Und wenn ja, habt ihr es zu 100% geschafft? Also ich finde es ja übelst schwierig, das Spiel zu 100% durchzuzocken. Selbst wenn man irgendwie sich irgendwo die Komplettlösung runterlädt oder was weiß ich. Oh, Dart könnten wir auch mal spielen, oder? Was? Da spielen wir jetzt erstmal kurz eine Runde Dart. Oh, wir sind hier falsch gerade. Ja, wenn wir schon mal da sind, spielen wir einfach eine Runde Dart. Das war ja auch, beziehungsweise letzte Woche war ja die Dart-WM, beziehungsweise ist sie da noch gelaufen. Und nein, da möchte ich nicht hin. Ah, da ist ja immer hier der Chinese, ne? Diesem Kaff. Alter, was hier Tiere rumrennen. So, raus mit dir. Wie gesagt, letzte Woche war ja noch die Dart-WM, beziehungsweise das Finale. Da hat er ja Phil Taylor verloren.
hätte ja zum 17. Mal Weltmeister werden können. Okay? Uiuiui, entschuldige. Okay. Dann spielen wir mal Dart, Kollege. Wanna destroy the dartboard with me? Yep. Sehr schön. Ja, das ist bekannt. Wie viele Lecks machen wir? Komm, machen wir so, genau. I'm fucking good at darts. You watch. Zoomen. Links 2. Das ist doch kein Zoomen, oder? Okay, jetzt ein bisschen hier konzentrieren. Yeah! Ah ne, das sind ja doppelt 20. Ich muss ja unten, ne, auf die dreifach. Yeah. Darts, man, I swear I got a special gift. Oh, der Gegner, der liegt aber auch schon ganz schön los. Yeah, you can throw darts. Big whoop. Also ich kann ja in echt überhaupt nicht gut Darts spielen. Da bin ich ja so ein Loser. Aber es kann sein, dass ich gleich die 180 mache. 118! Was passt? Ach scheiße, ich hab zu weit geworfen. Okay, Alter. Nein, okay. 20. Jetzt machen wir hier mal Triple 18. Fuck you. Passt doch, Leute, was wollt ihr? Oh man, I'm not with it. So, jetzt haben wir noch 43, das ist nicht schlecht. Dann werfen wir jetzt noch die 3 zur Feier des Tages. Und die Doppel 10. Nee, die Doppel 20, ne? You won't play all day. I can't believe you won. Yeah. Läuft. Yeah, pretty good. So, dann geht's weiter hier. 60. Jetzt die Chance auf 180er. Ah. Oh, aber das Weib ist auch nicht schlecht, ne, die Shelly. Ja, 60. Nein! Oh yeah, you're doing better now. Ja, 61 nur noch. Try and play like that under pressure, like with me shooting at you. Ja, es könnte ein Neuner werden, ne? Nein, 25, 36 bleiben noch. 16, jetzt mit der Doppel 8. Könnte ich 2-0 führen? Jawohl. Oh. Lex gewonnen, Sets gewonnen, yeah. Ja, war cool, aber ich fahre fort. So, hätten wir das auch mal gemacht? Nein, wir möchten keine Darts mehr spielen. Oh, da sind Fische drin? Nee, das ist eine Schlange. Oh, nee, ist nichts für mich. So, und weiter geht's mit diesem Pickup. Wir wollten ja zu dem einen Typen. Das ist auch eine coole Karre. Aber wir haben ja selber eine.
Und wir fahren weiter zu unserem nächsten, ja, Kollegen, den wir jagen müssen. Aber diesmal nicht töten, wenn es geht. Ich habe ja bei der letzten Folge, habe ich ihn ja getötet. Ich hätte ihn eigentlich zu Mord nur bringen müssen. Okay, jetzt weiß ich es besser. Ach ja. Ich weiß nicht, das Wetter heute, ja, ist ja jetzt Wochenende, wo ich aufnehme. Ui. Not those bikers again. You gotta stop that guy. He jacked all my money. Go. Get out of my way. Alter. Keine Schießerei heute mal wieder so. Was ist jetzt? Hoch, komm, fängt es schon wieder an. Okay, ich sollte, glaube ich, so Schießereien am besten unterbinden oder gar nicht machen, mehr am besten. Oh Mann, schon wieder abgekackt hier heute. Eieiei. Oh, und jetzt schifft es auch noch. Uiuiui, ich hau dir richtig runter hier. Jetzt bräuchte ich nur einen fahrbaren Untersatz. Ja, hier. So, raus. Ich bräuchte mal kurz hier Auto, Man. So. Ja, ich liebe das Aquaplaning. Oi, oi, oi. Okay, so, weiter geht's jetzt. Ja, wie gesagt, heute ist für... Also, wir haben jetzt auch Mitte Januar und heute hat es ja, was weiß ich, 12, 13 Grad bei mir hier. Ist ja Wahnsinn, die Sonne scheint, geht aber auch ein mächtiger Wind. Aber hier ist schon fast T-Shirt-mäßig Wetter, ne? So die letzten paar Tage war es ja einigermaßen, ja, ich sag mal kühler. Aber jetzt, beziehungsweise heute am Wochenende, schon richtige Hitze da. Ich habe mir schon überlegt, sogar ein Eis zu kaufen. Aber hab's dann doch gelassen. Oder Eisdielen, die werden ja auch, denke ich mal, jetzt nicht aufmachen wegen ein, zwei Tagen. Im Gegensatz zu hier, hier ist ja ein Donnerwetter los, halt wieder. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier richtig sind, ne? Alter, Verwalter. Man weiß es nicht, ob wir hier richtig sind. Man weiß es wirklich nicht. Jetzt muss ich ja mal wirklich mal gucken, ob das hier die Gegend ist. Einen Moment. Ah, fast. Da müssen wir hin, meine Damen und Herren. Jetzt hänge ich hier fest im Auto. Ich schlage ihn am besten bewusstlos oder was, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall darf ich ihn nicht töten. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht entdeckt. Mal, ich gehe mal hier rauf. Gucken wir das mal am besten. Mit
der Sniper an. Zwar ist ein richtig guter Trick, habe ich mal irgendwo auf YouTube gesehen. Wenn ich die Waffe gezielt halte, komme ich jeden Berg hoch. Auch ein kleiner Tipp für euch zu Hause. Oder? Okay, doch kein Tipp, vergesst ihn ganz schnell. Ups. Jetzt, wie kann ich ranzoomen? Ah ja, so genau. Jetzt muss ich nur gucken, ob die das sind. Ich glaube, ich werde die mal abknallen hier. There he is. Oh. Das ist der oder der? Man weiß es nicht. Fuck, Alter. Okay, da muss ich hier mal kurz... Oh, ich finde auch das passende Wetter dazu, ne? Um hier ein bisschen rumzusnipern. Ich muss mal gucken, dass ich hier raufkomme. Und dass ich ihn sicher... Nein. Oh, Mist. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Kann ich hier hoch? Geil, hier kann ich hoch. Naja, dann schießen wir sie halt von da ab, ne? Erstmal die im Auto, oder? Ich wüsste, welche das ist, ne? Einen Moment, wartet mal. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Da sind wir wieder. Und es ist dieser Typ hier. Den müssen wir, wenn es geht, unverletzt zu Mord bringen. Den Rest können wir eigentlich hier ordentlich über den Haufen knallen. Komm nur her, du Penner. Was? Nein! Ach komm, leck mich doch am Sack. Entschuldigung, aber trotzdem. Okay. Erneut versuchen. Erneut versuchen wir es. Okay, jetzt war es ja aber wieder fränkische Hase left, ey. Am besten hier wieder mit meiner professionellen Sniper. Oder? Ach was. Sturmgewehr oder Karabiner? Komm, mach mal Sturmgewehr, wir sind heute cool drauf, ey. Von welcher Seite? Ich gehe mal von hinten rum am besten. Nein, jetzt habe ich ihn aus Versehen abgenallt, Alter.
Fuck. Das hab ich nicht gewollt, Leute. Ach, scheiße, ich dachte, das ist ein anderer. Aber da rennt noch einer rum. Die schnappe ich mir. Yeah. Du bist ein toter Mann. Oder rennt ein Coyote oder irgendwas? Nein, dieser Wichser. Jetzt verpisst er sich da über die Dinger drüber. Ah, eine kleine Jagd heute. Yeah, so. Dann hätten wir das. Ich habe ja gesagt, wir machen dann auch hier mal eine kleine Aufnahmepause. Und ja, mal wieder ein bisschen eine ruhigere Folge, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Runde Dart gespielt, wir haben gewonnen. Wir haben hier ein paar Anläufe gebraucht, um ihn nicht zu verletzen und zum Mord zurückzubringen. Haben wir natürlich nicht geschafft und das im nüchternen Zustand. Und ja, danke fürs Zuschauen und nächstes Mal wird es bestimmt wieder actionreicher. Euer Franconia. Ciao.